So, hallo, liebe Mitinsassen. Es geht weiter. Es beginnt die neue Runde Assassin's Creed Valhalla hier bei Locals Live. Ja! Ja! Ich bin der Loris. Ich bin die Cassie. Und zusammen ergibt das Locals. Locals, yes, yes, yes. So, dann wollen wir uns mal um, was wollten wir eigentlich machen? Ja, die Quest hier um. Die Quest hier, ne, genau. Ja. Im Hamptonshire. Ja, ist man ja nur in Lancaster. Ja, aber wir mussten ja durch den Shire dafür, also. Nee, die Quest ist doch hier. Ja, aber guck doch mal hier, ist auch noch eine Abtei. Ja, dann mach erst den Raubzug. Ja, ich bin ja jetzt gerade hier, komm. Ah, schon bin ich nass. Hallo an den Chat. Hallo an den Pompi. Ja. Haben wir eigentlich in der Zwischenzeit mal genug Sachen gesammelt, um hier unsere Sachen aufbessern zu können? Nee. Nope. Es fehlt immer noch an Titan. Da ist noch ein Ring. Den Sachs aufspießen, Digi. Ach ja, Sachs am Spieß ist, glaube ich, bestimmt ganz. Aber damit ist kein Sachse gemeint, sondern das Instrument. Glaube ich. Vermute ich, denke ich jetzt einfach mal. Signatra unis pia et pius. Wer weiß, wir werden es gleich erfahren. Ja, warum sollten sie kein Titan haben? Ich trinke Auerochsen unter den Tisch. Komm her, ich zeig es dir. Oh nee, lass mal. Ich hab noch Kopfschmerzen vom letzten Mal. Kannst du den Chat wieder ein bisschen größer machen? Geht das irgendwie? Was kann ich? Den Chat größer machen. Hier versteckt sich also die Gerechtigkeit, ja, wenn sie müde ist. Verstecken? Himmel nein! Und ich bin hellwach. Ich feiere, um der Feder den Übergang in die ewige Verdammnis zu erleichtern. Du weißt es. Hilda war nicht die Einzige mit Augen in Winchester. Meine Späher haben mir vom Racheengel berichtet, der die Unwürdigen straft. Man gab mir schlimmere Namen. Gelobt seist du, Eldorbana. Das heißt Zerstörerin des Lebens in unserem Dialekt. So saß ich beim Mörder der Main, mit Honigwein in meinem Horn und den Augen auf der Tür. Den Tod erwartend, ohne Furcht. Noch mehr? Bei mir bist du sicher, Dänin. Nein, ist okay so. Wenn okay, der Met frisch und die Luft kühl ist, findet man schnell einen Freund. Manchmal gar unter seinen Feinden. Oberste natürlich, ne? Ich könnte jemanden wie dich in meiner Siedlung brauchen. Mit Tinte an den Fingern und doch nicht ohne Ehrgefühl. Ich würde mich gern mehr dem Studium und der Anwendung der Gesetze widmen. Der Krieg bringt eine gewisse Müdigkeit mit sich, die ich gern abschütteln würde. Unmöglich. Selbst im Tod werden unsere Schlachten weiter toben. Das ist der Lauf der Dinge. Ich muss dir danken, bevor mir das Ale die Sinne vernebelt. Du hast den Orden dezimiert und Englerland die Hoffnung auf Einheit geschenkt. Es muss ein sehr saurer Apfel sein, dass ihr nun die letzten Feinde von Winchester seid. Bist du sicher, dass der Sachs tot ist? Der Bischof ist tot. So viel ist sicher. Und wenn der Bischof der Sachs war, dann ist der Sachs tot. Das sind die Abhängigkeiten, denen wir Sterbliche unterworfen sind, nicht wahr? Fällt mir schwer zu glauben. Es gibt zu viel Theater in Winchester. Überreizte Gebete, trauernde Frauen. Nun, erweise ihm deinen Respekt und überzeuge dich selbst davon. Die Beerdigung ist heute. Wenn er tot ist, nehme ich mein Silber und gehe. Doch wenn er lebt, ist es noch nicht vorbei. Sei gewarnt, Eivor.
Er ist als Leiche schon mächtig. Falls er lebt, ist er noch gewaltiger. Ob du nun eine Leiche findest oder für eine sorgst, erstatte mir beim Vitenagemot Bericht. Nun, ich werde hier nochmal für Leichen sorgen, glaube ich, weil... Kommt man denn in dieses Haus von oben? Ach so, ja, gut, aber... Clint, ich muss auf die andere Seite. Ja, ist ja klar. Es ist immer die andere Seite. Die haben ja nur wieder verlernt, weißt du, so wie den Seilzug. Ist hier vielleicht irgendwo ein Loch oder so? Ich habe es noch nicht entdeckt. Was haben sie denn alle? Keine Ahnung. Oh. Ah, nee. Warte, warte, warte. Ich mehrere Schlüssel, ach mein Gott. Habe ich hier nicht gerade einen Schlüssel? Ja, ja. Da. Da so komisch Silber liegen. Da liegt noch ein. Sind noch mehr vielleicht? Die lagern hier Silber. Ich wollte schon immer wissen, wie ein Silberlager aussieht.
direkt neben der Schildmacherei, wo ich... Weil hier war doch... Genau. Siehst du mal, guck dir das an. Ja. Ja. Tombstone. Und Titan, ne? Immer mit dabei. So, jetzt haben wir schon mal festes Schuhwerk. Was habe ich denn hier noch so glauben? Da ist einmal ein Topf mit Nahrung. Ich bin mir nicht sicher, über uns, glaube ich. Aber... Nee, ist die Truhe, die immer noch das Geräusch macht. Über uns ist nichts. Allerhöchstens auf dem Haus. Nö. Nichts mit Ü und nichts. Aber ich meine, ich hätte gerade einen Schlüssel gesehen. Von so wo aus? Komm! Von drin. Guck mal hinter dir. Wenn das an mich nicht geguckt, ob es hinter dir sein könnte. Hm. Nun wird sich noch zeigen, wenn wir hier das Dorf erkunden. Die Stadt. Entschuldigung. Winchester! Mal das Ding sie da, ne? Bist du hier? Achso, Räder-Crew. Genau. Aus der Räder-Crew. Ist das super nun. Synchronize me. Sehr schön. Yep. Könnte ich auch noch wohnen. Wenn der Bischof Wurmfutter ist, sollte es dafür Beweise geben. Schenke meinem Bruder Elfried die Seligkeit und Freude, die all jene erfüllt, die du liebst. Nur sein Gesicht ist verbrannt. Das muss ein seltsamer Unfall gewesen sein. Und diese Leiche ist dünn, schmächtig. Godwin sagte, Elfried sei ein Hühne gewesen. Siehst du denn nicht, dass ich bete? Können wir über den Tod deines Bruders sprechen? Schämst du dich nicht? Geh! Ich kenne die Last, die du trägst. Du hast dir so viel Sünde aufgebürdet.
Und das alles zum Wohl deines Bruders. Ich weiß, dass er lebt. Nein, er sagte, es wäre zum Wohle aller. Ich bin seine treue Schwester und sage dir, er ist tot. Hörst du? Tot. Sehr überzeugend. Lass mich in Ruhe. Ich kann meinen Bruder nicht verraten. Wachen, schützt mich. Für Gott! Ich glaube nicht, dass Chuck das interessiert. Nein. Warum lässt du mich nicht in Frieden? Genug mit diesem Katz-und-Maus-Spiel. Wo ist dein Bruder, der, den man den Sachs nennt? Er ist jetzt ein Geist. Doch er wird beim Vitenagemot auferstehen. Und Elfred wird nicht länger König sein. Er hat vor, Elfred zu töten? Königsmord? Nein! Der König wird abdanken und Elfried wird uns führen. Auferstanden von den Toten und strahlend wie der Herr. Du bist eine verdammte Narre. Verzeihung. Das kam überraschend. Macht nix. Er versteckt sich noch in der Stadt. Ja. Das ist kühn. Ja, aber wo suchst du ihn nicht, ne? In deiner Nähe. Guck mal. Dass er sich immer noch hier versteckt, ist wirklich kühn, aber brillant. Reda kennt. Ja. Diese Aufträge sind so leicht, ich könnte sie selbst machen, wenn ich Lust hätte. Kein Shop. Achso, das tut nur der bei uns oder was? Ja, ja. Wir suchen immer nach Hilfe, also komm jederzeit vorbei. Solum modo in paradisum. Fax in Tabis in Film. Hier war dein Schlüssel. Ja. Und dann nimmst du direkt auch einen Schatz. Könnte man ja sofort hinmarschieren. Check. Eivor. In penultime et in session. Quod summonum omnum session. Ique ponte domino muesco odia. Nos mite nos in alte. Na, dann werden wir da mal vorstellig, ne? Ja. Hallo. Auf Wiedersehen. Und da liegt der Schlüssel. Pfeile haben wir reichlich. Das finde ich gut. So, der Schatz ist unter uns. Ich glaube, wir müssen über den Innenhof rein. Huch! Das wird so rein. Hier auch! Hier für gerückte Lagerräume. Du pfeifst. Mhm. Ja.
Meins. Das ist noch mehr links von dir. Lol. Nun. Ganz viel Geld. Na, 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 na. Flattermann. Ich muss sehen, was du siehst. In diesem Anwesen hier, ja? Ja. Verzeihung. Bin ich nicht freundlich? Sehr freundlich. Liebevoll. Ah ja. His burden shall the bringer must fetch us Marian. Mit Heimon. Ist der Glasrabuten Hander. Was trinkt Fisnes und Risten Agnus gegungen. Verschlafen. Mit Dinche. Mal nachsuchen. Da hinten ist ein Schlüssel. Zwei sogar. Das wird der für hier sein, das wird der für die Schatzkiste sein, ja. Ja, dann Mantau, ne? Das ist schön. Das wird gleich noch richtig blutig. Das gibt gleich ordentlich aufs Maul, wollte ich damit sagen. Entschuldigung. Spannend, Warte. Aufregend, abenteuerlich, herausfordernd. Denn du bist der Hirte und ich das Lamm, das deinem Lichte folgt. Du hast die Kirche seit Tagen nicht verlassen. Der Gestank brennt selbst Gott in der Nase. Ich sehe mir diese Schrift schon seit Stunden an. Gott gibt mir ein Zeichen. Könnte ich es nur sehen. Was beschäftigt dich? Gott wird zu mir sprechen. Das weiß ich. Er wird mir den rechten Weg weisen. Gottes Licht wird ihm den Weg weisen. Vielleicht kann ich die Pulte erleuchten, um sein Geschwafel zu beenden. Ein Zeichen? Oh Herr im Himmel, gib ihm ein Zeichen. Führe ihn auf seinem Weg. Nee. Hoch? Ja. Links und rechts sehen. Jetzt ist er schon. Da ist irgendwas vor, das musst du bestimmt wegschieben. Da die beiden Fenster freischieben. Okay. Auch von außen, denke ich. Ist hier ein Durchgang? Ernsthaft? Kannst du hier einfach durch die beschissene Tür gehen? Das ist da, ist da, ist da. Na, der war jetzt. Ist das schon erleuchtet? Warte, 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 da oben ist noch ein Fenster, das du einschlagen musst. Muss ich das links? Warum muss ich das einschlagen? Nö. Ne? Ja, weil da noch nichts kam, von wegen die Pulte sind erleuchtet oder so. Ja, weil ich ja jetzt noch mit ihm reden muss. Mein Weg ist klar. Ich muss die Fesseln der Bruderschaft ablegen und mein Leben der Lobpreisung Gottes auf anderem Wege widmen. Meine Erzählung muss von höchster Anmut sein, umfassend, und die großen Taten des erhabenen Elfrid verewigen. Na, danke, Herr. Ich werde ein gesegnetes Manuskript verfassen, das Elfrid und seine großen Taten... Also habe ich ihn angestiftet, Elfrid zu lobpreisen, diesen aufgeplusterten Sachsen. Ich hoffe, sein Werk bleibt so unbedeutend wie er selbst. Die Spinnen, die Sachsen.
Das ist korrekt. hell. Die Lernstelle. Im Turm, hinterm Turm, am Turm drumherum. Ja, da drinnen. Also eine Schule, so gesehen. Ja. Die sind aber jetzt in Belgien, die Belgern. War ein Text über Belgien, ja. Calcia menta mihi mundus est satis raro sedatei, sint piorum ambulare in atris domus Dei, et ingens vestigia fecit de paradiso voluptatis, ut stimulum calcitrare. Buton mulan spinnen, ich hit behate. Danke. Ja, aber sehr unrealistisch, da war ein Mädchen bei. Hä? Ich dachte, das hast du schon gar nicht gefunden. Ja, ich habe einen Schlüssel gerade gefunden. Einen. So, wie viele Schlüssel gibt es eigentlich in dieser blöden Stadt? Sind das Schlüsselfetischisten oder was? Tja. Offensichtlich muss ich da nochmal rein. Ja, aber ich muss da rein, um da oben an den Schlüssel zu kommen. Guck nochmal oben. Und hier ist auch noch was. Ja, ich seh's ja. Ich dachte, du kommst halt irgendwo von hier von der Etage oder von da halt nach unten. Ja, ja, das könnte sein. Nee. Nee, ist so ein Ding nicht. Fuck. Aber irgendwo haben wir was übersehen, weil... Weil wegen... Ja. Weil wegen, ich weiß nicht, weil warum. Warte mal, gehen wir zurück. Das ist... Stopp. Was? Warum Stopp? Nach oben will ich doch. Ja, ich hatte nur was geguckt. Was Chapman, ah, auch nicht. Der jähe reifen Matholath. Him thinks he may alles brukan. Nee. When is that he well me? Dann müssen wir in der Stadt noch mehr Schlüssel finden. Ganz offensichtlich, ja. Zeig mir, was vor uns liegt. Na, vielleicht ergibt sich das noch. Ja, trotzdem fehlt es noch das vom Domizil der Schlüssel.
Wer weiß, wir haben ja jetzt einen gefunden. Nee, das war... Der hieß tatsächlich irgendwas mit Lernstätte. Aber da ist noch einer. Lager der Lernstätte, deswegen hat es mich gewundert, dass das nicht das Lager war. Das Münster. Dann hier von oben versuchen. Schauen wir mal. Non sit in vento, sit orbitet expectare in sorte. Sessionum in penultime est in session, quod summonum omnum session. Ique ponte domino musca odia, nos mitte nos in alte hos. Der dritte Thronschlüssel für das Münster. Conspecto omnum quale dilext, ego sum verite, qua tantum amaste qui eligit, ma adversu focatus, hancantorie me, et satam infide. Das ist interessant. Sei meine Augen. Es muss... gibt hier wahrscheinlich einen anderen Zugang oder so. Das ist die, ja. Guck mal, da ist ein Fenster. In früheren Zeiten waren die Angelsachsen überlegen im Krieg und... Der Sachs wird sich in der Menge verstecken und auf den richtigen Moment warten, um zuzuschlagen. Kein Priester, Geistlicher oder Abt kann seine Predigten vom Lateinischen ins Englische übertragen. Wie sollen wir Gottes Wort verstehen, wenn es in einer fremden Sprache gesprochen wird? Elfried ist tot. Und wir trauern um ihn. Doch die Missetaten der Unrechten sprießen auf dem heiligen Feld von Gottes Werk wie Unkraut und machen es unfruchtbar. Bildung, das Seil, aber macht keinen Sinn, ne? Weisheit, Erleuchtung. Nur so erheben wir uns über die Sünden unserer Väter. Und genau das fordere ich vom nächsten Bischof von Winters. Und so kommen wir zusammen, um über würdige Kandidaten zu sprechen und den Hirten zu wählen, der uns... Der König gehört mir! Bei Gott, es ist wahr! Der Bischof lebt! Also. Bleib zurück! Sie werden uns töten! Gott, errette uns! Warum schöpfst du dieses Land? Genug, du durchtriebener Hund! Bessere Männer als du fanden den Tod durch mein Schwert. Das Geräusch von knackenden Knochen am Abend. Mhm.
Wie süß klingt die Flöte des Hirten, wenn er die Lämmer zur Schlachtbank ruft. Ich bin das Kind von Christen aus der nördlichen Wildnis. Meine Mutter wiegte mich unter dem Sternenzelt und flüsterte sanft: Gott wacht über dich. Doch dann kam dein Volk. Und Gott sah zu, wie sie ihr die Kehle aufschlitzten für einen Kupferring. Kein Stern warf einen Speer, als diese Barbaren ihr Blut auf den verwüsteten Feldern vergossen. Gott sah nur zu, und ich hasste ihn dafür. Vielleicht stellte dich Elfreds Gott nur auf die Probe, und du hast versagt. Elfreds Gott ist schwach. Und doch zwingt er uns alle, ihm zu dienen. Vom ersten bis zum letzten Atemzug. Mein Orden wird diese Ketten des Geistes zerreißen. Ich bin der Wolf im Schafspelz. Er wähnt sich selbst in der Rolle eines Gottes. Er wählt einen lohnenden Weg. Auch ein Wolf ist nur ein zukünftiges Festmahl für Raben. Noch ein Geschenk für dich, Dänin. Eine tödliche Wahrheit, falls du sie findest. Auch wenn ich sterbe, der Orden stirbt nicht. Er wird sich verändern und zu etwas Schlimmerem für uns alle werden. Also der Typ hat bis jetzt den geilsten Abgang gewählt. Ja, sah irgendwie cool aus. Ein Schlüsselloch. Elfried wird Lokis Tochter kein zweites Mal betrügen. Ich verdanke dir mein Leben. Die Ironie ist mir nicht entgangen, Elfried. Mein König, wir kehren auf Schleichpfaden zum Münster zurück. Eivor kann dort zu uns stoßen, wenn alles erledigt ist. Elfried! Liebster, nein! Verflucht seist du! Mein Bruder diente Gott! Er hüllte sich in das Gewand des Todes, um euren König zu ermorden. Sollte dich der Tod eines Königs nicht erfreuen? Du bist eine Heidin und des Teufels! Wir beide haben mehr Fragen als Antworten. Doch falls du diesen Schlüssel erkennst, können wir uns gegenseitig helfen. Zu welchem Schloss passt er? Du warst gütig zu mir. Doch dieser verdammte Orden. Seine Machenschaften brachten meinen Bruder ins Grab. Mögen sie verrotten. Nimm diesen Schlüssel zu den Ruinen unter dem Bischofssitz. Dort findest du Antworten. Dann schauen wir uns hier mal um, ne? Ja. Asse, nicht wahr? Wie kommt dein Schriftwerk der voran? Der Typ. Wer bist du? Eine Bewunderin? Kann es denn stimmen, dass mir Gott schon so früh auf meinem Weg Anhänger schickt? Ich habe gerade erst begonnen, Elfred Schritte nachzuzeichnen. Aber bitte, lies meine Notizen. Lass dich über unseren großen König erheben. Danke. Ich bin sicher, das wird sehr lehrreich sein. Denn?
Super. Ja. Aber gut zu wissen, dass der aus den Lenden seiner Mutter geschlüpft ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht, nein. So, dann schauen wir uns doch mal das hier zuerst an. Ignorieren die mich jetzt? Ja. Nein, tun sie nicht. Solange du artig bist, gucken sie nur einmal kurz an. Ja, sieht verdächtig aus. Aber, macht ja nichts Verdächtiges an. Ja, aber... Bist ja hier nicht gesucht. Freundlich aber auch noch nicht. Oben ist was. Oder sah das nur so aus? Oh. Hey. Ein Bruderschaftshaus. Nice, nice. Okay, hier kommen wir dann später wieder raus wohl. Nein. Sollst du es jetzt auch sprengen? Hui! Oh, ich muss mit ihm drüber. Wie schön, dass sie alles hier liegen lassen für uns. Ja, aber immer in der Hoffnung, dass noch mal einer kommt, ne? Na. Der Bruder oder die Schwester an der Stelle könnten dann gegebenenfalls Bedarf an Ressourcen haben. Ja. Sie wurde wohl verriegelt. Natürlich wurde sie das. Hurra!
Okay. Was ist okay? Sotungs, ein Dolch, jedenfalls haben wir einen Dolch gefunden. Sotungsklaue oder so heißt der. Interessant. Ja. Das war dann im Großen und Ganzen alles hier. So manchmal, ne? Tja. So sind sie halt, die Wikingerfrauen. Breite deine Flügel aus. Das war doch jetzt technisch gesehen. War das schlau oder... Ja, kann man machen hier. Das kann man wohl machen, ja. Boah, überall die Gockel hier wieder. Gockel überall, ich sag dir das. Boah, die Frau, die da gerade anfing zu sprechen. Ja. Achso, das ist jetzt offen, wo vorhin noch verschlossen war. Ja. Die hat mich jetzt voll irritiert gerade. Deinem Schicksal entkommst du nicht verlassen! Keine Ahnung, was du jetzt schon wieder falsch gemacht hast. Ich bin an ihm vorbeigelaufen. Achso, da kann man nur von der anderen Seite rein, ne? Hier würde ich sowieso noch nicht reingehen. Weil? Ja, da sollst du dich ja später mit Elfer treffen. Im Münster. Ja gut, dann machen wir jetzt erstmal das. Wer aber der Schatz in Münster, ne? Ja, ja, ich schätze, dass einer der Schlüssel da noch der Münsterschlüssel ist. Blicke das Land, Freundin. Augenblick! Hol den Boot da runter! Ich beschäftige die Ratte! Dein Ernst? Gib mir nicht auf den Nüsse. Ach, immer diese Schmerzen. Nein, Sühnen heißt mein Rabe. Das war so ein Feufeu-Ding. Hier hast du dein Feufeu wieder.
Brenne, brenne, brenne! Dein eigenes Feuer. Scheiße war das, mein Freund. Deine eigene Feuerscheiße. Ah, warte mal. Ich wollte noch... Hast du so ein kleines Stückchen Pappe oder so? Schatzi, da hinten sind zwei Taschen voller Pappe. Ja, okay. Unser lieber Altbiercontainer ist mal wieder voll. Yeah! Jetzt schon wieder seit Wochen. Ja, der ist ja voll unmittelbar, nachdem sie den erklärt haben. Da kommen ja Firmen aus allen Umgebungsteilen und laden ihre Scheiße ab. So, jetzt wollte ich mal schauen. Wegen dem Kontaktproblem von dem Mixer hier ab und zu. Ich da nämlich jetzt ein Stückchen Pappe nebenstecke. Oh, da sind Männer angekommen, wie schön. Hey, was? Ich wollte gerade sagen, wir machen den Spieß doch sowieso nur mit den Schafen. Eindringling! Na los, kommt hierher! Hallo, Titan. Warum heulst du? Hallöchen. Streite für Gott! Ja. Das mit der Pappe wollte ich eben machen. Von der Limettenverpackung. So, und wenn ich das nämlich hier daneben stecke, dann dürfte das nicht mehr verrutschen und dann müsste das Mikrofonproblem beseitigt sein. Mit einem Stückchen Pappe für nix. Und irgendwann die Tage werde ich dann mal Kontaktspray besorgen. Oh. Wieso kannst du kein Dings mehr nicht mehr spielen? Oh. Wir auch nicht. Das scheiß Spiel ist wieder mal abgestürzt. Alter, jetzt muss ich wieder den PC resetten. Nee, das hat er schon selbst gemacht. Ja, super! Ist das nicht schön? Ja. Ist das nicht klasse? Das ist mal wieder Ubisoft vom Feinsten hier. Boah, dass sie das nicht in den Griff kriegen. Das Spiel ist doch nicht erst seit gestern draußen, oder? Mann, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist los mit euch? Was ist nur los mit euch? Ich dreh noch durch. Ja, WLAN kriegst du doch, kannst du doch, kriegst du hier fixt, oder nicht? Aber dass er den ganzen Rechner zum Absturz bringt, das ist doch nicht normal. Nein, sollte natürlich nicht. Ich guck mal eben hier nach. Nach Dingens. Wieso nach Dingens und nicht nach Dangens? Ich guck mal eben hier nach Nvidia. Ob ich jetzt einen Grafikkartentreiber installieren darf. Vielleicht hilft das ja. GeForce Experience habe ich doch, ne? Ja. Das habe ich ja. Das habe ich ja. Warum dauert das denn jetzt alles so ewig? Boah, Jungens. Jungens! Was soll das? Was ist das? Oh.
Ja, ich werde Uplay neu anmelden. Ja. Am 30.03. Ja, muss ich neu anmelden. Yeah. Dann blende mal aus. Ja, also, 2-3 Minütchen Pause, wir sind gleich wieder da.